Schleifen, Schrauben, Hämmern. Wo kommt das Holz her, mit dem du baust? Seit den Sanktionen nicht mehr aus Russland. Theoretisch. Doch unsere Recherchen zeigen ein anderes Bild. Wir bekommen das Rohmaterial aus Russland und machen weitere Arbeitsschritte in China. Dann verkaufen wir es weiter. Der Bedarf ist da und auch Mittel und Wege. Einfach umlabeln und fertig. Ist es wirklich so leicht? Wir machen den Test. Frontal. Russisches Holz. Made in China. Lübben. Im Herzen des Spreewalds. Von hier aus operieren wir. Wir wollen herausfinden, ob tatsächlich russisches Holz über China nach Deutschland eingeführt wird. An den Sanktionen vorbei. Für unsere Recherche gründen wir das Unternehmen Spreewald Holzimport. Mit Logo und Internetauftritt. Wir suchen nach großen chinesischen Händlern. Dabei geben wir uns als potenzielle Kunden aus. Über Wochen knüpfen wir Kontakte und bauen Vertrauen auf. Schließlich erreicht uns eine Mail der chinesischen Firma Cozy Wood. Wie Sie wissen, kommt sämtliche Birke, die wir beziehen, aus Russland. Aber die Zertifikate für unsere europäischen Kunden zeigen als Herkunft China an. Dazu als Beleg ein Exportdokument. Birkensperrholz. Herkunft China. Geliefert nach Frankreich. Cozy wirbt auf der Website sogar damit, Holz für den Export umzulabeln. Der Konzern bezeichnet das auf seiner Website als legitimen Weg, um Zölle zu umgehen. Die nächste Firma. Birkensperrholz zum günstigen Preis. Wir fragen nach. Wir müssen sicherstellen, dass wir keine Probleme beim Zoll kriegen. Ist das möglich? Wenn Sie russisches Sperrholz kaufen wollen, können wir das aus Russland importieren und bei uns neu verpacken und in Ihr Land exportieren. Eine weitere Firma, die Luli Group. Der Staatskonzern ist der größte chinesische Sperrholzproduzent. Das Angebot an uns? Russisches Birkensperrholz in verschiedenen Stärken. Als wir uns als Journalisten zu erkennen geben und die Unternehmen konfrontieren, bekommen wir keine Antwort mehr. Über Skype erreichen wir Alex Bloom in Washington. Sie hat die Rolle Chinas beim Umgehen der Russland-Sanktionen eingehend untersucht. Sobald Holz in China verarbeitet wird, weiß man nicht, was man geliefert bekommt und ob das Produkt legal ist. Das größte Problem ist, dass die Chinesen einfach keine Anstrengungen unternehmen, um die legale oder illegale Herkunft von Holz in ihrer Produktion zu unterscheiden. Hamburg, Deutschlands Hafen in die Welt. Hier treffen wir einen chinesischen Holzhändler, der in Deutschland eine Firma betreibt. Wie zum Beweis unserer These bringt er seinen russischen Vertriebsleiter mit. Wir filmen mit versteckter Kamera. Treffpunkt, ein Café unweit des Bahnhofs. Wir geben uns als Geschäftskunden aus. Der Händler erzählt: Wir bekommen das Rohmaterial aus Russland und machen weitere Arbeitsschritte hier in China. Dann verkaufen wir es weiter. Es ist also eigentlich ein chinesisches Produkt, oder? Ja, auf allen Papieren ist es chinesisch. Selbst bei einem Labortest kann man die russische Herkunft nicht identifizieren. Es sind keine russischen Ursprünge nachweisbar. Ein möglicher Sanktionsverstoß, ganz unverhohlen. Momentan haben die schlicht nichts zu befürchten. Warum sollten sie denn aufhören, russisches Holz zu importieren, wenn sich dahinter ein Geschäft verbirgt, ich aber nichts zu befürchten habe, wenn ich das Embargo umgehe? Doch wer kauft dem Händler die Ware am Ende ab? Aber habt ihr andere europäische Kunden, die es so machen, oder wären wir die Ersten? Lass es mich so sagen. Wir machen das aktuell so. Seine Kunden sind vor allem Großhändler. Wir haken nach. Dann nennt er Namen. Nehmen wir Sperrholz. Ganz aktuell seit diesem Jahr haben wir eine große Bestellung von IKEA in Polen. IKEA Polen? Nicht direkt. Eine Holzfabrik. Die machen Möbel für IKEA. Bettengestelle. Und es ist derselbe Trick von Russland über China nach Deutschland? Ja, sie nehmen das Rohmaterial aus Russland. Verstößt ein IKEA-Zulieferer gegen die EU-Sanktionen? Wir fragen nach.
Der Konzern schreibt uns am 6. Februar 2023, alle Russlandgeschäfte sogar proaktiv gekappt zu haben. Zitat: Aufgrund des Krieges in der Ukraine erlauben wir weltweit keinem unserer Zulieferer, Holz aus Russland zu beziehen. Und weiter: Wir haben keine Verbindungen zwischen den genannten Unternehmen und den eigenen Lieferketten gefunden. Wenn wir Informationen erhalten, dass gegen unsere Regeln verstoßen wird, werden wir handeln. Marsberg. Wir sind zu Besuch bei einem der großen deutschen Holzimporteure. Holz Tusche hat über 40.000 Quadratmeter überdachte Lagerfläche, Geschäftspartner in der ganzen Welt. Die Russland-Sanktionen haben das Unternehmen getroffen, vor allem beim Sperrholz. Ungefähr 50% unseres Bedarfs haben wir aus Russland gedeckt. Und durch die Sanktionserhebung hatten wir dann halt eben von heute auf morgen diese Quelle Russland nicht mehr. Ralf Tusche zeigt, was von den Russland-Beziehungen übrig ist. Vom russischen Holzgiganten Segesa nur noch Restbestände. Europäische Lieferanten können das kaum kompensieren. Doch Birkensperrholz aus China kommt für ihn nicht in Frage. China selber hat nicht genug Birkenvorkommen. Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass halt eben die Platten aus Russland kommen oder das Rundholz aus Russland kommt, nach China dort die Platten hergestellt werden. Das ist eine Sanktionsumgehung, das ist strafbar. Die Zahlen jedenfalls sind verdächtig. Vor dem Krieg hat Deutschland vor allem aus Russland importiert. Im Jahr 2021 Holz im Wert von 589.635.000 Euro. Beispiel Sperrholz. 2021 lag der Marktanteil bei 32,1%. Nach Eintreten aller Sanktionen brechen die Lieferungen ein auf 1,7%. Auffällig, die Sperrholzimporte aus China ziehen im selben Zeitraum deutlich an. Die Sanktionen verbieten nicht nur den direkten Bezug von russischem Holz aus Russland, sondern sie erfassen auch mittelbare Konstellationen. Das heißt, wenn ein Unternehmen durch einen Mittelsmann russisches Holz, beispielsweise über einen Drittstaat wie China, bezieht, dann ist das genauso ein Sanktionsverstoß wie der direkte Kauf aus Russland. Mit unserer Tarnfirma Spreewald Holzimport haben wir Musterexemplare geordert. Die Holzmuster werden aus China versendet. Vom Zoll keine Nachfragen zur Herkunft der Hölzer. Dabei hatten die Händler sehr fragwürdige Angaben gemacht. Als wir nachfragten, hieß es: Unser Sperrholz wird in China hergestellt. Aber das Rohmaterial ist aus Russland, oder nicht? Es ist lettische Birke. Kam unsere Birke wirklich aus Lettland? Expertin Alexandra Blum hat Zweifel. China importiert mehr Birke aus Russland als jeder andere, denn die haben praktisch keine eigene. Wir haben mit vielen Holzhändlern vor Ort gesprochen, die uns bestätigt haben, dass alle chinesischen Sperrholzhersteller russische Birke nutzen. Denn es gibt einfach nicht annähernd genug chinesische Birke auf dem Markt. Wir lassen die Muster deshalb in einem Speziallabor untersuchen. Anhand von Holzisotopen, dem chemischen Fingerabdruck, können die Wissenschaftler die Herkunft bestimmen. Ergebnis der Untersuchung: Nur einmal war die Herkunft korrekt angegeben, einmal unklar, in zwei Fällen wurde glatt gelogen. Auch bei der angeblich lettischen Birke. Wir wissen also, welche Isotopenmuster in Lettland vorkommen, und das passte nicht hinein. Und hier liegt tatsächlich eine Indikation vor, dass es eine russische Ware sein kann. Seit Kriegsbeginn stellen die Wissenschaftler immer wieder fest, bei Holzimporten wird gelogen. Es muss entsprechend die hoheitlichen Organe viel stärker kontrollieren, ob die Deklaration sinnig ist. Also die Warenwertschöpfungskette an Menge beobachten, gucken, ob Länder auf einmal mehr liefern als vorher. Und natürlich mit derartiger Analytik testen, ob hier Umdeklarationen stattgefunden haben. Zurück zu unserem chinesischen Holzhändler. Der hat noch mehr auf Lager. Er schlägt uns ein Geschäft mit der russischen Segesa Group vor. Segesa verkauft gerade sehr günstig nach China. Wir kennen die sehr gut. Wir können Holz von Segesa kaufen, in China die Verpackung ändern und dann zu ihnen reexportieren. Die bekannte Masche. Umlabeln und fertig. Wer steckt hinter dem Segesa-Konzern? Wladimir Jewtuschenkov, Oligarch und Putin-Vertrauter. Sein Konzern
ist einer der größten Holzproduzenten der Welt. Viele der russischen Holzkonzerne gehören russischen Oligarchen. Sie gehören zum innersten Kreis von Präsident Putin. Sie stehen weiter hinter ihm und finanzieren den Konflikt. Und Holzhändler in Deutschland helfen dabei, die Kriegskasse des Kreml weiter zu füllen, wie der Geschäftsmann in Hamburg. Später konfrontieren wir den Händler, geben uns als Frontalreporter zu erkennen. Er behauptet nun, Zitat: Wir machen keine Geschäfte mit Russland nach den Sanktionen. Die Recherche zeigt, europäische Unternehmen stabilisieren mit ihren Geschäften auch das System Putin, das mit den Holzsanktionen eigentlich geschwächt werden soll. Zuständig ist der Wirtschaftsminister Robert Habeck. Was sagt er dazu, dass in Deutschland ganz offen Holzprodukte von russischen Oligarchen angeboten werden? Ein Interview will er uns nicht geben. Wir versuchen es direkt. Herr Minister, guten Morgen. Warum lassen Sie zu, dass russisches Holz noch immer über Drittländer nach Deutschland kommt? Vom Wirtschaftsminister kein Kommentar. Dafür antwortet eine Sprecherin ausführlich. Man muss zum einen immer gucken, ist es wirklich ein Sanktionsverstoß? Dann ist es natürlich klar, dass jeglicher Hinweis an die zuständigen Ermittlungsbehörden gegeben werden müssen. Oder ist es eben eine Frage, wo eine Regelung nicht klar auf einen Sanktionsverstoß hindeutet, es aber sehr wohl sein kann, dass Umgehungen konstruiert werden oder dass Umgehungen über Drittländer konstruiert werden, dann eine etwas andere rechtliche Konstellation, für die man wahrscheinlich dann Lücken noch schließen muss. Wenn wir ein Embargo erlassen, das aber nicht streng kontrollieren, dann hat es quasi keine Wirkung in der Praxis und ist ein Feel-Good-Gesetz. Deswegen gehört zu einem Gesetz oder zu einem Embargo immer auch eine konzentrierte, strenge Kontrolle, sonst bleibt es Augenwischerei. Bis dahin kommen Tag für Tag weitere Container mit russischem Holz nach Deutschland. Neu deklariert als Made in China. Achtest du darauf, woher das Holz deiner Möbel kommt? Schreib es uns in die Kommentare und lass ein Abo da. Warum ausgerechnet die Lufthansa in der Kritik stand, den russischen Angriffskrieg mitzufinanzieren, siehst du in einer weiteren Doku von uns.